Mithilfe der modernen industriellen Landwirtschaft werden jährlich 440 Millionen Tonnen Lebensmittel hergestellt, um die 512 Millionen Menschen in der EU zu ernähren. Aber wir werfen vieles weg, essen zu viel Fleisch und treiben Raubbau an unserer Gesundheit und Umwelt. Früher war einfach alles besser. Oder nicht? Gehen wir mal wirklich weit zurück. Kurz vor der Entdeckung Amerikas wohnen in Europa nur 65 Millionen Menschen. Sie essen Gemüse, 200 Kilogramm Getreide pro Kopf und Jahr und stolze 50 Kilogramm Fleisch. Nach 1500 verbraucht jeder Mitteleuropäer sogar 100 Kilo Fleisch im Jahresdurchschnitt. Viel mehr als heute. Trotz Klimaschwankungen, Hungersnöten und Seuchen wie der Pest wächst die Bevölkerungszahl. Und so wird es eng. Getreideanbau und Viehzucht konkurrieren um den Boden. Lebensmittelpreise steigen und der Fleischverbrauch sinkt. In Deutschland auf magere 16 Kilogramm im Jahr. Unser täglich Brot wird Hauptnahrungsmittel, aber ist ständig knapp. Ein einziger Hagelsturm kann Ernten vernichten und infolgedessen hunderte Menschen verhungern lassen. Erst zwei amerikanische Pflanzen, der Mais und die Kartoffel, schaffen es, immer mehr Europäer zu ernähren. 190 Millionen im Jahr 1800. Doch wenn die Ernte verdirbt, sterben Massen. Wie im 19. Jahrhundert in Irland. Fast 1 Million Menschen. In etwa zur selben Zeit treten moderne Dünger, Pflanzenschutzmittel und Konserven auf den Plan. Und das läutet den Beginn der industriellen Landwirtschaft ein. Sie trägt dazu bei, Nahrung sicher und in ausreichenden Mengen zur Verfügung zu stellen. Erst sie ist der Schlüssel dazu, dass sichere Lebensmittel heute so selbstverständlich sind. Dass früher alles besser war, stimmt also keinesfalls. Wir waren einfach nur viel weniger. Viel weniger Menschen, die versorgt werden mussten.